soll man auch die Eigenschaften vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam nachahmen, die er als Jugendlicher hatte? Barakallahu fikum, passt auf, ihr müsst etwas verstehen. Für uns ist wichtig, ab der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil das mit der Religion verbunden ist. Was davor war, jetzt zum Beispiel, was meine ich damit? Was davor war, egal wie das war, es ist nicht Maßstab für die Muslime. Maßstab ist nach der Botschaft, davor nicht. Obwohl auch vor der Botschaft von unserem Propheten der Prophet alles gut gemacht hat und er war nicht wie die anderen. Aber trotzdem, jetzt als, sage ich jetzt, wenn jemand sagt, ja, der Prophet hat das und das und das gemacht, wenn auch, dass es nicht, barakallahu fikum, was natürlich wir als Maßstab nehmen und dass man sagt, okay, das ist am wichtigsten. Nein. Deshalb, wir nehmen das ab der Botschaft. Aber trotzdem, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die besten Eigenschaften, auch vor dem Islam. Aber natürlich, es gab bestimmte Themen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht kannte, weil diese durch die Botschaft offenbart worden sind. Und nach der Offenbarung ist uns wichtig. Jetzt, man könnte dann die Frage stellen, warum lernen wir dann das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor der Botschaft? Ja, weil wir, barakallahu fikum, den Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachten von seiner Geburt bis zu seinem Sterben. Damit wir wissen auch, dass er geeignet war und dass diese Wahl, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auserwählt hat, dass dies richtig ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam geeignet ist. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und sowieso dann, nach der Botschaft, wir wissen, barakallahu fikum, Zina ist haram, Alkohol ist haram, Lügen ist haram, Betrügen ist haram, man muss treu sein, man muss ehrlich sein, man muss gut sein. Ja, das wissen wir doch, weil das zu unserer Religion gehört dann. Wallahu ta'ala ala wa'alam.